Etwa 50 Meter vom Fischbrunnen entfernt treffen wir auf eine Messingschönheit. Was es mit ihrer goldenen Brust auf sich hat, fragen wir Stadtführerin Frau Finkenzeller. Die Stadt München hat mit der Stadt Verona, wo die Julia ja eine wichtige Figur ist, eine Städtepartnerschaft. Und die Stadt Verona hat den Münchnern diese Julia-Statue geschenkt. Und wenn man die jetzt ganz genau anschaut, dann fällt einem auf, die hat nicht überall die gleiche Farbe, sondern auf der linken Seite der Brustbereich, der frei ist von der Julia, der ist so schon leicht golden, hat so eine Bronzefarbe. Und das kommt daher, in Verona sagt man, wenn man der Julia die Brust reibt, dann hat man ganz viel Glück in der Liebe. Und die Veroneser machen das auch sehr ausgiebig, deswegen ist die Julia dort in Verona wirklich mit einer ganz goldenen Brust ausgestattet, schön fein gerieben. Und wie man sieht, die Münchner, viele wissen es natürlich auch nicht, die Münchner machen das auch schon, aber vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen schüchterner, ein bisschen verschämter. Dieser Herr legt gleich Hand an. Weiß er denn auch wieso? Ich kenne den Brauch, ja. Die Liebe ist zu jeder Zeit wunderbar und... Das macht aber Spaß.